Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Vielleicht habt ihr mein Video mit dem durchsichtigen Glitzer-Anti-Stress-Ball gesehen. Den habe ich ja anschließend eingefroren und inzwischen ist er komplett aufgetaut und die Wasserperlen haben sich hier in Glibber verwandelt. Also die sind alle kaputt und ich habe hier jetzt durchsichtigen Glibber mit ganz viel Glitzer drin. Super, super hübsch und ich dachte, das ist viel zu cool, um es wegzuschmeißen. Deswegen mache ich daraus einen neuen Anti-Stress-Ball und beim Aufräumen habe ich hier noch weitere Wasserperlen gefunden, allerdings diesmal in rosa. Die sind ein bisschen trocken geworden, die waren in einer nicht ganz zuen Plastiktüte und die gebe ich jetzt mal rein. Die werden höchstwahrscheinlich wieder mehr Wasser aufsaugen und dann wieder größer werden. So, alle drin. Die rühre ich schon mal ein bisschen unter. Ihr seht, das Ganze sieht super cool aus. So, und dann muss das Ganze natürlich wieder in einen Ballon hinein. Und dieses Mal mache ich das Ganze mit einer Glasflasche. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Das ganze Pfand ist nämlich weg und ich habe keine Plastikflaschen mehr hier. Also, deswegen über den Trichter in die Glasflasche und dann in den Ballon hinein. So, es wollte nicht alles reingehen. Es ist doch ein bisschen dickflüssig. Deswegen löffel ich es jetzt einfach hinein. Und ihr könnt schon sehen, hier ist eine Wasserperle, wenn ich sie hochbekomme, hier ist sie. Die werden schon wieder größer. Die Oberfläche hat sich schon ein bisschen verändert. Sie werden so schrumpelig und dann fangen sie auch wieder an zu wachsen. Die Flasche ist jetzt also richtig gut voll. Ich puste jetzt meinen Ballon auf und dann kommt hoffentlich alles ganz schnell hier hinein. So, der Ballon ist gut aufgepustet. Ich habe ihn hier so ein bisschen eingedreht und er kommt jetzt hier oben über die Flasche drüber. So, und dann gieße ich mal den Inhalt hinein. So, wenn dann alles im Ballon drin ist, kommt hier ans Ende ein Knoten. Und so sieht dann mein neuer fertiger Anti-Stress-Ball aus. Die Kugeln werden natürlich noch ein bisschen größer. Also ich bin gespannt, wie stark sie noch wachsen werden. Ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden. Also es gibt auch noch ein weiteres Update-Video von diesem coolen Anti-Stress-Ball. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!